So, Entschuldigung, da war kurz das Telefon. Es war etwas Wichtiges. Wo waren wir? Ach, der hat Äpfel. Warum hat er Äpfel dabei? Und wo muss ich hin? Da. Erzählt euch denn immer für Witze da unten? Oder wo auch immer ihr seid. Warum sagt denn der Pfeil, ich soll dahin? Benutzen wir nochmal so einen Notschalter. Das geschlafene Hunde geweckt. Da kommen sie. Ein Standardverfahren! Oh, gut. Kann super ziehen. Hat gerade noch hingehauen. Du kannst auch mal ein bisschen mehr helfen, na, du blöder Sicherheitsbot. Wow! Ja, schön, wenn die mir im Weg ist, dann. Geld in der Kasse. So, jemand irgendwas, jemand medizinische Hilfe. Dir geht's ja gut, brennt's ja schon. Hallo, Diane. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Okay. Angriff. Ich weiß nicht genau, was da los war. Was hat er? Unterhose? Brauchen wir scheinbar nicht. Hier. Telefon, hallo, nee. Was ist das? Wie so ein intravenös verabreichter Beutel aus dem Krankenhaus oder so, aber man weiß ja nie. Ein Rollstuhl, hier irgendwas. Ich hab schon mal Augen drin gesehen, aber ganz schön gruselig was. Warum wird's jetzt hier so gruselig? Scheinen kleine Flashbacks zu sein aus der Zeit, wo hier noch ein bisschen mehr los war als jetzt, ne? Security Bot hier. Kann man hier. Oh! Ich muss gerade lesen, was da steht. Da fällt das um. Steinman Simple Surgery for a Complex World. Einfache Operation für eine komplizierte Welt. Das ist Ding-Dong! Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Above all, do no harm. Also, sein höchster Grundsatz ist, nicht wehtun. Hey,
Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Also scheint Adam und Eve zu gehen. Eve, so Eva. Das sind ja diese Spritzen. Adam. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Hacken. Wo muss es denn hin? Da oben, also. Okay. Es läuft schon. Es läuft von da unten. Okay. Kannst du mal da weitermachen? Da, dann da, dann da. Okay. Erfolgreiches Hacken bewirkt, dass dieses Geschütz für den Spieler arbeitet. Richte den Minister aus, Herr Soldaten. Meine Tochter heiratet, nicht er. Hallo, Teddy. Hallo. Konntest du nicht mehr laufen, Teddy? Gesang im Rollstuhl. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Der Parasit. Ich habe irgendwie das Gefühl, er spricht von Menschen. Cool. Kannst du mitkommen? Ich wäre fantastisch in der Rolle. Und bleib von meinem passierten Menschen! Zirkus der Werte! Ja.
panzerbrechende Rüstung. Diese Projektile sind ganz besonders effizient gegen metallene oder gepanzerte Ziele wie Geschütze, Sicherheitsbots oder Big Daddies. Nur Schrot. Ich habe ja keine Waffe für das Schrot. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und eben dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, okay, ein kluger Splicer ist ein so glücklicher Checkpoints, Splicer. Wie in den Spielen heutzutage. Habe ich zwei MG-Patronen? Drei. Sondern es... Ich wurde einfach nur wiederbelebt, aber der Spielfortschritt ist noch der gleiche. Oh, hallo Framerate. Guck mal, klar! Ach, hier ist wieder Wasser. Wasser ist nicht so deins. So, dann gehen wir nach. Wo waren denn die Tanten? Ja. Hier, da ist auch immer noch. Nächstes Mal mach ich's besser! Okay. Bitte, bleib da! Krematorium. Mir so schwer! Jetzt sag doch was, Herrgott, nochmal! Ja, aber das machen wir. Was? Jetzt muss ich immer oben, muss ich hin. Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Kosten reduziert, Gegner leiden bei Benutzung Schaden. Das heißt, wenn man mal logisch denkt, die Gegner heilen sich hier. Die Schweine. Dreh dich um, dreh dich um! Okay. Und jetzt? Hüpf! Oh. Kein Vergleich zu diesen Leuten am Apollo. Kostenlose Kosten, jede bei Danny Denker. Warum machst du es mir so schwer? Wer denn? Ich tue doch gar nichts. Aha. Zu introvertiert, um mir alles besser. Bitte, bitte. Ja, hol dann nicht um, die ganze Zeit. Dreh dich um! Dreh dich um! Ja, und jetzt? Ich habe mich schon zweimal umgedreht und es passiert ja nichts. So, da kann ich rein. Sag Mama, wenn's weh tut! Mama, tut weh! Mama hacken! Oh, Quark hacken! Wo sind da oben? Wo sind wir? Da oben muss das hin. Ich brauche mal eine gute Kurve. Ja, so eine. Ding, ding. Eine nach oben. So, was gibt's denn hier Schönes bei dir zu kaufen? Ich habe 15 Dollar. Was kannst du mir dafür anbieten? nee, dann nicht. So viel kann ich da auch. Elektro.
das ist doch mein Geschützturm. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Hast du jemanden erschossen? So. Hm. Weiter so. Yay. Du bist mein Freund. Wer wirft denn Pistolenkugeln weg? Wow! Wir müssen auch ganz schnell mal hinten. Wir müssen ja immer oben zu. Ja, du kannst da hin. Ich hätte jetzt gern die Probe da hin. Das war schon so ein anderer. So ein. Fertig. Ja. Nicht mehr schießen auf mich, ne? Ich bin nett. Ich bin der Gute. Nicht mehr schießen auf mich. Boah, da stand da noch mehr. Kann ich da rein? Hallo? Ich will da rein. Was ist denn da überhaupt? Ich verfüge über Spezialmunition. Benutze Mausrad klicken und B, um die Munitionsart zu wechseln. Mausrad klicken. Aha, Pistolenkugel und Panzerbrechen. Ah, okay. Ach, hier kann ich rein. Aha, hi. Oder ich, einer von den beiden ist zu dick. Bleibt da ganz locker stehen. So, ich bin ja sehr froh, dass es hier keine Checkpoints gibt. Deswegen würde ich sagen, ich speichere mal eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. Ein bisschen bei Gronkh geklaut, aber ich mag Gronkh. Also, bis gleich und adios, amigos. Haben wir Spicer noch zusammen? Spicern. Neue Spicer-Datei. Speichervorgang läuft. Bitte das Gerät nicht abschalten. Also, tschüss. Hab ich doch gerade. Okay, zur Sicherheit nochmal gespeichert und jetzt, tschüss.